Hallo und herzlich willkommen zurück zu einfach ein random Video. Heute spielen wir Bed Wars ein paar Runden auf dem Server Xvento. Das ist einer der sehr beliebter deutscher Server. Ja, ich bin im Team Grün mit ein paar anderen. Und die Regeln sind, man muss halt so, ja, von anderen Leuten die Betten zerstören. Ja, wie der Name schon sagt, Bed Wars. Heißt nicht ohne Grund Bed Wars. Ja. Da gibt's halt random Maps. Das ist halt mal der beste Server, finde ich. Bed Wars. Ja, gibt's halt Bronze, Silber und Gold. Bei Villagers kann man sich alles holen. Hier Rüstung und so. Mit so, der Bricks heißen Bronze. Dann gibt's auch eine, warte. Dann gibt es auch noch Silber und Gold. Ja. Silber ist immer der Ding. Wie heißt das? Ding. Metall. Ich kann gerade nicht reden. Keine Ahnung. Und man muss da halt versuchen, zu den anderen Leuten zu kommen. Oder zur Mitte halt. Da kann man sich halt dann gutes Zeugs holen. Gold ist immer in der Mitte. Und man muss halt, die Regeln sind, man muss von den Gegnern das Bett zerstören, dass die nicht mehr respawnen können. Und wenn die dann sterben, heißt es finito für die. Yep. Und der. Oh. Ja, der hat unser Bett kaputt gemacht. Yep, und ich habe ihn getötet. Ich habe ihn halt nicht bemerkt. Das ist halt das Dümmste, wenn man den Gegner nicht bemerkt. Jetzt sollte ich definitiv nicht sterben. Da vorne ist jemand. Dann muss ich wohl das machen, was ich immer mache. Geländer! Geländer sind halt hier auch sehr, sehr wichtig, weil man muss ja auch irgendwie so Schutz haben, dass man nicht immer runterfällt. Und da baue ich halt auch ziemlich gerne Geländer hin. Ja, die versuchen uns hier einzukerkern auf unserer Seite, dass wir nur Gold und Silber, ich meine Bronze und Silber kriegen. Ich muss mal was essen. Ich glaube, ich werde 1 bis 2 Runden spielen, je nachdem, wie lange es dauert. Ja. Dann bin ich einfach hier. Gott. Oh. Ich weiß zwar nicht, wer da ist, aber. Hi, falls du meine Videos schaust. Okay. Ich mache halt meistens zu den Leuten einen Shoutout, so die ihr seht hier, habt ihr wahrscheinlich schon öfters gemerkt. Ja. Falls ihr mal dabei seid. Oder ihr sogar Voice Chat oder so mit mir macht. Schreib das bitte auf YouTube. Ja, ich bin jetzt. Und ich bin dort. Ciao. Ich kann nicht mehr respawnen, weil das Bett schon kaputt ist. Dann werde ich einfach zurück zur Lobby gehen. Und noch eine Runde spielen. Hier am Spawn, das spawnt man für Weihnachten einen Baum. Sonst weiß ich nicht, wie man das spawnt. Wo sonst. Dann kann man hier halt zur Bed Wars gehen. Und ja. Es gibt da halt manchmal Gruppen, die starten fast nie, weil da immer Leute rausgehen, da gibt es schon mindestens 60 oder 50 Votes. Ich bin immer ein Team Grün. Ich frag mich wieso. Ja. Ja, meine Nase juckt. Ja, und hier, da drüben gibt's halt Parcours. Aber hier kann man ein bisschen den Parcours cheaten. Ja, weil. Gerade geschafft. Ja, ich hab's geschafft, ich bin über Häuser gesprungen.
Ja, es beginnt jetzt in 30 Sekunden. Hier in der Lobby halt so, oder halt in der Wartelobby, da gibt's halt ein paar gute, immer Orte. Warte, habe ich schon gewartet? Ja, ich habe für Häuser gewartet. Es gibt auch Poké Battle, eine Stage, die ist ziemlich cool, finde ich. Weil halt da ist Shiggy, so halt die Starter-Pokémon von Blau, Grün, Gelb und Rot. Da hat jemand das Spiel verlassen. Geronimo! Michael Stage. Ah, Gast. Gast ist irgendwie. Naja. Wie Sascha Fall zu kriegen. Okay, 32 nehme ich für den Anfang immer. Und hier gehe ich irgendwie immer zu diesen Villager. Keine Ahnung warum. Ja, dann le hab mal Ersatzlederhelm. Jetzt habe ich auch ein Chainmail. Ja, jetzt hole ich mir noch ein bisschen. Ja, 50-50 mache ich mal. Oder 14-14. Und man kann sich halt auch Pickaxes kaufen. Hier habe ich schon eine. Oh, so, es gibt, man kann sich auch Tränke kaufen. Jetzt habe ich einen Stack, jetzt könnte ich mal anfangen zu bauen. Okay, gut, noch ein Metall. Oh Gott, der ist nur runtergefallen. Den Server, den hat mir ein Freund von mir erzählt, macht jetzt dann auch einen YouTube-Kanal. Der hat so auf eins meiner Videos geantwortet, so mit seinem normalen Kanal. Und der macht jetzt auch einen YouTube-Kanal. Das mache ich mal einen Link in die Videobeschreibung rein, oder in eine Videobeschreibung rein, falls er mal seinen Kanal so ein Video hochlädt. Davor kann man es irgendwie nie sehen, den Kanal. Warte, ich glaube, der will machen, dass ich schneller mache. Also mache ich einfach mal schnell. Ja. Ja, also hier in dem Spiel muss man auch gutes Teamwork machen können. Hey, Team Rot ist schon ausgeschieden. Ja. Ich baue hier jetzt einfach mal ziemlich weit weiter. Ich baue hier einfach mal zweispurig hin, weil. Wow! Wow, habe ich Glück. Also die als erstes zum Gold kommen, die haben zwar dafür nicht so gute Sachen, aber dafür haben sie Gold. Und dann können sie zum Sachen holen gehen. Ja. Ich muss schnell was essen. Ja. Dann gehe ich hier einfach weiter mal. Ja, die bauen es einfach zu. Hi. Ja, der baut da jetzt noch ein Dachchen. Für Leute, die es halt nicht hier nicht so gut immer herschaffen, für die sind das ja eigentlich gute Ideen immer. Irgendwie müssen wir es ja dann halt herschaffen. Meins. Da kriegt man halt auch tausende von Stacks hier von halt Metall. Das nervt halt manchmal andauernd halt.
dass sie halt nicht wissen, wo das Bett ist. Halt, ich weiß, ich würde es nicht wissen, baue ich halt hier alles zu. Dann denken die vielleicht, wo ist Bett? Ich. Okay. Ja, hier dann noch so ein bisschen. Geronimo! Mehrmetall. Obwohl. Jetzt mache ich meine Lieblingstaktik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr könnt dieses Spiel auch auf dem Server von Gomme HD spielen. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich schaue Gomme HD zwar nicht sehr oft. Ich habe da einmal gespielt. Ich bin da von denen eigentlich nicht so ein großer Fan. Ich, den hier mag ich mehr. Aber der ist wert auszuprobieren. Ja. Also hier habe ich eine Truhe voller Rüstung. Truhe voller. Warum habe ich immer die ne Ding, warte. Immer Caps aktiviert, weil wahrscheinlich weil es neben Chef ist. Ja, ich baue hier ja, weiter Geländer. Wow. Ja. Hier baue ich halt noch das Geländer fertig. Meistens bin ich eher der für ein Out the Toad. Wow! Hi. Yellow! Also, jetzt sind nur noch Blau und Grün drin im Team. Oder halt im Spiel. Also meine Rüstung hat gefunden Gebrauch. Ja. Manchen halt Level spielen da ist es halt gut, wenn man flippenden Stil hat oder TNT, weil einmal, da hatte ich es halt so, wir hatten da halt, waren da, hatten halt eine riesige Gruppe da. So, riesige Gruppe, wir waren so zu viert, dann aber gegen drei andere Teams, wir hatten die ganze Zeit das Gold übernommen. Und ich dachte, das Dumme ist, TNT macht hier keine Blöcke kaputt, die man gebaut hat. Zum Beispiel Sandstone geht nicht kaputt. Und ich war so, ja, ich kann mir jetzt TNT kaufen. Ja, bin halt gegangen, hab mir TNT gekauft. Die anderen hatten eine Festung. So, das war nicht auf der Seite, sondern eine andere. Die hatten eine Festung. Ich gehe einfach zum Eingang, wo die immer rausgeschaut haben. Hab da TNT hingetan. Dachte mir so, ja, jetzt kann ich es kaputt machen. Und dann könnt ihr euch denken, was passiert ist. Ich war traurig. Ja, hier habe ich jetzt noch Chainmail. Und ich kaufe mir ein besseres Schwert. Ich habe eine Dingsbums da. Projection 2. Okay. Quetschaktion 1 noch. Der Tod wurde von sehr viel getötet. What the? Und ich bin tot.
Hier sieht man jetzt keine Meisterleistung von uns. Respawn. 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 Da sieht man, wie oft man hier jetzt so respawnt. Und bald machen wir unser Bett kaputt. Ja, also, und das Bett ist jetzt kaputt. Wenn wir dann nur Zuschauer. Ja. Jetzt Team Rot hat sie gewonnen. Ja. Also ich bedanke mich jetzt dann fürs Zusehen. Ich glaube, das Video ist jetzt 20 Minuten lang. Ja. Also ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Adios, amigos!